Hallo und willkommen zu Folge 24 von Let's Play die Vieh-Chroniken. Ja. Kaum zu glauben. Der Pinguin auf dem Laufband erzeugt immer noch diese seltsame Energie. Ein großes Metallfass. Es ist gefüllt mit einer übel riechenden Farbe. Mein Kollege, ich nenne ihn Bob. Okay, kein Problem. Sie ziehen dem Vieh das an und ich werde hier ein Dieb genannt? Ich vertraue Vieh-Technologie ein wenig mehr als Gnomen-Technologie. Diese Geräte reißen mir vermutlich nur wenige Gliedmaßen ab. Ja. Verstehe. Wirklich, ja? Okay. Und jetzt. Hey, was ist das für ein Radau? Es funktioniert. Ihr da, loslassen! Oh oh. Jetzt oder nie? Scheißding. Okay. Gerettet. Vater krank. Wir könnten alle zusammen mit der Mary zu einem Heiler fliegen. Nein. Zu schwach. Große Maschine. Ach, Munkus ist im Heiligtum und dieses verfluchte Zepter hat schon wieder nicht funktioniert. Wie willst du ihn überwältigen? Ihr rauslocken? Ich besiegen. Klar können wir Munkus da irgendwie rauslocken, aber wie willst du ihn besiegen? Leila Plan. Also ich weiß nicht. Jette. Na gut. Okay. Sag ich doch. Also, nochmal im Detail. Wie lautet dein Plan genau? Ihr rauslocken? Ich besiegen. Könnte von mir sein. Komm schon, Kleiner. Zeit, etwas wirklich Dummes zu tun. Ja. So wie immer. Wirklich guter Job da im Heiligtum. Wir sind ein prima Team. Aha. Okay. Irgendwas hat er doch da geschmissen vorhin. Machen wir mal. Oh nein, die Tür ist abgeschlossen, verdammt. Schauen wir mal. Was haben wir noch? Ich könnte den Ventilator verrosten lassen und dann fiele er aus. Mein Versuch ist es wert. Okay. Geht nicht. Hm.
Aber den Versuch war es wert. Kann das Vieh nicht einfach mit dem Schraubenschlüssel genau das gleiche machen? Nee. Ich weiß zwar nicht, was Nate damit soll, aber gut. Oh, toll. Danke. Ah, wir können einen Baum machen. Oder? Ein Apfelbaum. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll. Ich drücke die Kerne in die Erde. Na, schauen wir mal. Und jetzt müsste ich doch mit dem Zepter... Nun lass mich nicht wieder im Stich. Ich sollte wieder ins Apfelverkäufer-Business einsteigen. Mit diesem Zepter wäre ich der Apfelverkäufer-König. Aber natürlich bringe ich das Zepter zurück zum Erzmagier, wenn wir Layla und die anderen befreit haben. Was will man schon mit einem Zepter, das einen die Zeit manipulieren lässt? Ist ja nicht so, dass eine alte Königin einem ihr halbes Reich geben würde, wenn sie noch einmal jung sein könnte. Der Baum ist kerngesund und trägt reichlich Äpfel. Ich habe den grünen Daumen, den hatte ich schon immer. Saftig, knackig, süß und sehr gesund. Okay. Ah ja. Äpfel riechen nicht stark. Ich glaube kaum, dass sie da drin etwas von den Äpfeln mitkriegen. Boah, da steigen einem ja die Tränen in die Augen. Okay. Was zum... Boah, wir befinden uns in einem geschlossenen Raum, zum Teufel! Aber ich habe nicht, Sir. Es reicht. Ich werde mein Spielzeug ausprobieren. Halte hier die Stellung. Mhm. Na also, läuft doch alles wie am Schnürchen. Nun müssen wir den kleinen Dicken nur noch... Oh oh. Es funktioniert! Als erstes werde ich... Kakerlaken zerquetschen. Mhm. Okay. Ich hoffe, deine Freundin hat einen guten Plan. Keine Bewegung! Was haltet ihr von meinem Spielzeug? Es lässt dich weniger fett erscheinen. Es macht mich zum Herrscher der Welt! Oder so. Jeder meiner Getreuen wird eine eigene Maschine erhalten. Der eine wird schnell sein wie der Wind, der andere tödlich wie ein Drache. Ein dritter wird fliegen können wie... Wird einer von Ihnen auf den Punkt kommen können? Ich habe eine Maschine, die Maschinen bauen kann. Meine Maschinen! Wer will mich jetzt noch aufhalten? Was ist?
Das wäre ein guter Zeitpunkt für eine überraschende Wendung gewesen. Es wird keine überraschenden Wendungen mehr geben. Und jetzt werdet ihr sterben. Nicht so schnell. Hä? Okay. Gehen. Jetzt. Ich lasse mir nichts von Fellhaufen und Pinguinen befehlen. Dann kämpfen. Freiheit. Feuer. Oh. Okay. Okay. Also gut, das wäre dann also das Happy End. Das Böse ist besiegt, Leylas Vater wird geholfen werden und der kleine haarige Held bekommt das Mädchen. Ist eine Menge passiert in den letzten Tagen, oder? Ich habe ein Luftschiff gewonnen, bin damit abgestürzt, habe in den Nordlanden lauter Verrückte getroffen, habe ein paar neue Erzfeinde und einen neuen Freund. Ach, ich komme schon klar. Ich werde mit der Mary in den Süden fliegen. Irgendwohin, wo es schön warm ist und wo mich Marsas nicht finden wird. Ja. Außerdem habe ich noch das Zepter. Ich werde damit so lange auf Mary feuern, bis sie wieder jung und knackig ist. Mann, wirst du mich vermissen, wenn du mit deinen Freunden abhaust. Naja, ist ja nicht so, dass ich niemanden hätte. Da ist diese Knochenhand und Mary. Aber vielleicht kannst du ja aus einem Fenster schauen und mir zum Abschied winken. Oh. Eins musst du mir noch sagen. Wer seid ihr? Verstehe. Und das da ist so etwas wie ein Luftschiff, oder? Tja, dann heißt es wohl goodbye. Pass auf dich auf. Und wenn du mal wieder in der Nähe bist... Oh, wie niedlich. Wie niedlich. Ja. Ja, schön. Das war göttlich. Okay, gut. Boah, was für ein Abgang. Ich zieh mal die Maus wieder jetzt aus dem Weg. Schön, schön. Und wieder einmal haben alle gewonnen, nur ich nicht. Ach, die Geschichte meines Lebens. Oh. Ja, ich würde auch sagen, Munkus. Diese Geschichte wird gleich vorbei sein. Oh, ganz ruhig, ich... Hey, komm schon. So sind nun mal die Regeln. Am Ende triumphiert immer das Gute. Zeit für neue Regeln! Nein! Oh.
Vieh! Du hast mir das Leben gerettet. Schon wieder. Euer Schiff, schnell! Beeilung, uns bleiben nur noch... Was ist? Du musst... Vieh! Oh. Du bist zurückgekommen und hast dafür... Ach, wer braucht schon Weiber, stimmt's? Wir lassen uns was einfallen, in Ordnung? Wie schwierig kann es schon sein, dich zu ihr zu bringen? Wir könnten den Erzmagier fragen. Oder wir lassen uns so ein Flugding bauen, wie ihr es habt. Ein unschlagbares Team mit jungen, dynamischen und gut aussehenden Typen wird das schon schaffen. Naja, ein gut aussehender. Na warte, Freundchen. Hey! Ah ja. Bleibst du stehen? Stopp! Ich krieg dich! Alles klar. Ich würde sagen, damit sehen wir ja gerade das Ende. Oh ja. Ja. Das war doch ein schönes Spiel, finde ich. Ich lasse mal hier noch die Credits durchlaufen und ja. Oh ja, Petra im Hintergrund. Cornelius, okay. Tja, soll ich mal so ein kurzes Fazit ziehen? Klar, warum nicht? Okay, dann ziehen wir doch ein kurzes Fazit. Ja, ein schönes Adventure. Für alle, die noch so ein bisschen, ja, die das Ganze dann nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen wollen. Ich habe es ja nur auf normal gespielt. Es gibt ja dann noch den etwas anspruchsvolleren, wo dann doch noch ein paar Rätsel zusätzlich drin sind. Das könntet ihr ja dann immer noch machen. Wie gesagt, von der Geschichte her, ich muss ehrlich gestehen, ich fand den ersten Teil, der hat ein bisschen mehr hergegeben. Aber auch der Teil hier war nicht schlecht. Genau, dazu gehöre ich auch. Also, mit dem Weiterempfehlen. LuaScript, TinyXML, LibLock, LibVorbis, LibTeora, Boost Library, aha, Teora Playback. Bei der Produktion dieses Spiels wurden keine Viecher verletzt. King Art. Na, und da kriegen wir doch nochmal... was abspannen. Oh, da hinten ist die Mary. Ha. Okay. Oder kommen wir ins Menü zurück? Und da sind wir im Menü zurück. Okay, wie gesagt, das war Let's Play The Book of Unwritten Tales. Ein durchaus echt gutes, schönes Adventure. Vielleicht an einigen Stellen waren dann die Rätsel für mich so ein Tucken. Aber, naja, doch, eigentlich waren, glaube ich, alle Rätsel soweit nachvollziehbar. Ja, ein schönes Adventure. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und mal schauen, was wir jetzt dann als nächstes machen, denn irgendwie ist ja jetzt dann doch die Folge zu Ende und damit auch das Let's Play und ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was ich als nächstes spiele. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich jetzt im Voraus Videos habe und bis wann nicht mehr.
Ich befürchte, ich habe noch so 4-5 Tage. Na, warte, so viel habe ich gar nicht. Noch. Naja. Noch so ein paar Tage habe ich Zeit, mir das zu überlegen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir so machen. Ob wir da noch ein neues Let's Play starten. Ob ich vielleicht mal eins der alten Let's Plays zu Ende spiele. Auch wenn ich LIB halt irgendwie immer schwerlich dazu bringen kann. Ich vermute mal, zur Not müssen wir es halt alleine zu Ende spielen. Wahrscheinlich muss ich es aber vorher erstmal bis zu dem Punkt wieder spielen, weil zwischendrin habe ich ja dann doch mal Spielstände verloren. Naja, mal sehen. Ich hoffe, ihr hattet wie gesagt Spaß und ich hoffe auch, wir sehen uns in einem der nächsten Let's Plays wieder. Ja, und bis dahin.